Hey du, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute soll es einen weiteren Champion Guide geben mit dem Champion Bart. Ihr werdet lernen, was seine Fähigkeiten sind, welche Items man auf ihm spielen kann und welche Runen ich empfehle. Und dann würde ich sagen, geht's auch direkt schon los. So, fangen wir direkt mal mit Barts Passive an. Und zwar seht ihr diesen kleinen, aber feinen Meep hier hinter mir laufen. Das heißt, beim nächsten Angriff, beim nächsten Auto-Attack, den ich mache, fliegt dieser Meep mit und macht etwas Schaden. Jetzt braucht er wieder ein paar Sekunden, um sich aufzuladen und macht dann beim nächsten Auto-Attack wieder mit Schaden. Jetzt seht ihr auf der Minimap verteilt überall diese kleinen gelben, orangen oder roten Chimes, also diese Schriftrollen hier, und die können wir einsammeln. Wenn wir diese einsammeln, dann kriegen wir Movement Speed, Experience und Mana. Nicht nur das, und zwar seht ihr hier, wir haben 4 aktuell noch einzusammeln, jetzt nur noch 3. Wenn wir jetzt etwas die Zeit vorspulen, dass damit wieder welche spawnen, das ist nämlich random, wo die spawnen, immer in Barts Nähe circa. So, wenn wir 5 Stück eingesammelt haben, kriegen wir mehr Schaden auf diesem Meeps. Und heißt, wir kriegen unendlich stackenden Schaden. Und bei 5 Chimes, das mache ich jetzt mal schnell, wir sehen uns gleich. So, wenn ich jetzt den 5. Chime hier einsammle, seht ihr schon, ich mache mehr Damage und slowe die Gegner. Ah ja, ihr seht es jetzt bei dem Dummy hier schlecht, ich suche schnell den Bot. So, wenn ich jetzt mit meinem Meep hier den angreife, dann wird der Kollege ein bisschen geslowt. Das ist jetzt noch nicht alles. Bei 15 Chimes, das zeige ich, damit ich schnell eine, das dauert leider scheiße lang, bis gleich. So, wir sind jetzt bei 14 eingesammelten Schriftrollen. Ihr seht schon, ich habe mittlerweile 2 Meeps, die mir hinterherlaufen. Und bei dem 15. haben wir jetzt einen zusätzlichen Effekt. Und zwar hat unser Auto-Attack mit der Passive hier zusammen noch so einen kleinen, ja, AOE-Radius hinten dran. Slowed beide, macht jetzt auch schon viel mehr Damage, wie ihr seht, weil alle 5 eingesammelte Schriftrollen erhöht sich der Schaden. Und wir haben jetzt so einen kleinen AOE-Batzen. Bei 35 Chimes, wir sehen uns gleich wieder. So, okay, wir haben mittlerweile 34 Chimes, hat jetzt ein bisschen gedauert. Uns laufen schon 3 dieser Meeps hinterher und jetzt sammeln wir den 35. ein. Bedeutet, wir bekommen einen neuen Effekt auf unsere Meeps, und zwar ist dieser Radius jetzt einfach viel größer. Ihr seht, wir können es hier hinten dran sogar noch einhitten. Der Radius ist weiter und länger nach hinten. Es hat jetzt ganz schön lange gedauert. Ihr könnt bis zu 8 Meeps sammeln. Und die Abklingzeit der Meeps wird auch, je nachdem wie viele Schriftrollen ihr einsammelt, immer kürzer, bis zu 4 Sekunden pro Meep. Das Ganze hat auch echt gutes AP-Scaling, also macht ordentlich Schaden. Ich kaufe nur kurz AP und zeig's euch. So, ich habe jetzt mal ein bisschen AP gekauft. Ist natürlich vollkommen unrealistisch, als Support-Bart so viel AP zu haben. 811 ist in den wenigsten Fällen. Aber wenn ich jetzt hier mal raufschaller, ihr merkt schon, oder ihr seht vor allem, es macht super viel Schaden. 3 Auto-Attacks, 1951. Also macht am Ende schon ordentlich Schaden. Und selbst wenn ihr nicht viel AP habt, jedes Mal, wenn ihr 5 von diesen Schriftrollen einsammelt, kriegt ihr 14 Schaden mehr auf diesem Meep. Ist schon ordentlich was. So, kommen wir jetzt zu Bart's Q. Bart's Q ist ein recht simpler Spell. Und zwar haben wir einen Skillshot, den wir in eine gerade Linie schießen können. So ein kleiner Lichtschwall oder was auch immer es sein soll. Und die Gegner, die getroffen werden, werden gedamaged plus geslowed. Also hier, ich treffe den, er wird geslowed. Oh, fast gestorben. So, wenn wir jetzt, ich mach mal Torschaden aus. Wenn wir jetzt allerdings einen Gegner haben, der an einer Wand steht und wir den so treffen, dass wir den Gegner als auch die Wand treffen, dann wird er sogar gestunt. Da kann ich das nochmal kurz hier zeigen. Ich nehme mich kurz. So, wenn wir jetzt den Rice hier haben, gegen einen Tower oder gegen die Wand queuen, dann wird er sogar gestunt. Also nicht nur geslowt, sondern auch gestunt. Haben wir dasselbe jetzt mit 2 Gegnern, die hintereinander stehen, oder auch einem Minion, ist ganz egal. Treffen die beide, werden die beiden auch gestunt. Aber immer nur die ersten beiden Gegner. Das heißt, auch recht simpel, aber auch echt effektiv, wenn man es drauf hat. Unsere W ist ein im Prinzip Healing Spell mit 2 Charges. Ihr seht, ich kann hier bis zu 3 dieser Healing Felder aufstellen. Die dauern da ein bisschen zum Aufladen, wenn ich mir jetzt ein bisschen Schaden gebe. Beispielsweise hier, gehen wir mal rüber. Geben uns mal ein bisschen Damage. Das reicht. Oh, ich sollte vielleicht Healing ausmachen. Geben uns ein bisschen Schaden. So.
Und ihr seht, ich sammle das jetzt ein, werde ich ordentlich was, ja, Slow Level werde ich nicht viel geheilt. Hier kriege ich einen 33er Heal und hier drüben kriege ich einen 55er Heal auf Level 1 ohne Items. Also umso länger wir das stehen lassen, umso mehr lädt sich das auf. Sollte jetzt ein Gegner auf dieses Feld laufen, dann wird es zerstört. Sollte jetzt ein Mate beispielsweise von uns auf das Feld laufen, dann wird er geheilt. Ganz simpel, ganz effektiv. Kann man immer schön hier am hinteren Tower platzieren, dass der Mate sich immer healen kann. Oder auch, wenn man gerade am Roam ist, weil man seine Chimes einsammelt, kann man den Midlaner einfach eins hinstellen. Man kriegt ja durch die Chimes wieder Mana. Das heißt, es kostet einem im Prinzip nichts und ist mega Hilfe. Bard's E, Magical Journey, ist wahrscheinlich einer der lustigsten Spells im ganzen Game. Er macht keinen Schaden, aber er lässt euch ein Portal durch Wände erstellen. Wenn wir jetzt hier mit Rechtsklick hinlaufen, gehen wir durch das Portal. Auch Allies gehen durch das Portal. Kann jetzt nicht mit denen hier machen. Kann ich jetzt nicht mit denen machen. Aber auch Verbündete können dann durch dieses Portal gehen. Gegner genauso, wobei Verbündete 33%, also ein Drittel schneller durch diese Portale gehen. Und ihr könnt natürlich jetzt hier ganz kleine Portale machen, wenn ihr mal schnell durch die Wand wollt. Oder ihr könnt große Portale machen. Das hilft euch auch, eure Chimes einzusammeln. Da wird man immer schneller. Also ist ein mega Travel Tool. Ihr könnt hier auch über riesige Wände Portale machen. Es gibt da kein Maximum. Oder beispielsweise, was man ganz gerne macht, ist hier am Anfang ein langes Portal, dass man direkt schneller zur Lane kommt. Also es gibt ganz schön verschiedene Portale, die man nutzen kann und die dann auch wirklich hilfreich sein können. Das hier zum Beispiel ist Arschritze, aber jetzt hier das lange, zack, direkt beim Baron, können schauen, was da ist. Oder wir werden engaged, zack, wieder zurück. Also es gibt wirklich viele Möglichkeiten, wie man diese Journey einsetzen kann. Ist mega cool, macht mega Spaß, das Spell kann aber auch ziemlich in die Hose gehen, wenn man beispielsweise hier in den gegnerischen Tower oder so portalt. Ja, und dann die Mates mitspringen und dann sind alle tot und alle heulen. Kann also gut, kann also schlecht sein. Ich muss ganz kurz stören, wenn dir dieses Video gefällt, dann lass mir gerne einen Daumen nach oben da und abonnier diesen Kanal, dann gibt es mehr dieser Guides und du siehst sie, also weiter geht's. So, Bard's Ult, mega starke Ult, vor allem im Pro-Play oder generell, wenn ihr mit 5 zusammenspielt, könnt ihr coole Kombos machen und zwar ist es ein wandelndes Sonjas. Aber nicht nur für euch, es ist by the way ein Skillshot mit ziemlich hoher Reichweite, wie ihr seht, es ist nicht nur für euch ein Sonjas, also ihr könnt euch selber Sonjasen im Prinzip, ihr könnt sowohl Jungle-Monster Sonjasen, ihr könnt den Nash zum Beispiel Sonjasen, ihr könnt Drake Sonjasen, ihr könnt Gegner Sonjasen, wenn ich ihn jetzt treffe und er nicht am Tower gammelt. Egal, aber wenn der jetzt am Tower chillt und wir wollen ihn Sonjasen, ganz egal, wir können den Tower auch... Ja, gut, ich bin tot. Wir können den Tower auch Sonjasen. Das zeige ich euch gerade nochmal, indem ich den Tower-Schaden am besten ausmache. Wir können den Tower hier Sonjasen. Also wenn wir jemanden diven wollen, zack, hier, kämpfen, kämpfen, kämpfen. Tower ist gesonjas, der kann uns nicht, schaden. Wir können unsere eigene Tower Sonjasen. Sagen wir beispielsweise, der Rift Herald von den Gegnern dasht auf uns zu. Dann können wir hier Sonjasen. Der Rift Herald macht seinen Dash, aber unser Tower kriegt keinen Schaden. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wie man das einsetzen kann. Genau dasselbe wieder, kann in die Hose gehen. Beispielsweise jetzt habe ich hier beide gesonjast. Das heißt, ich kann ihn gar nicht angreifen. Wenn ich jetzt nur hier ihn sonjasse, kann ich den Tower nehmen. Wenn ich jetzt nur den Tower sonjasse, kann ich beispielsweise den Gegner diven. Also es gibt auch hier wieder ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Bard ist ein super kreativer Champion, macht mir super viel Spaß persönlich. Und jetzt würde ich sagen, geht es zu den Items. Bard ist eine Mischung aus Healing Support, Engage Support, defensiven Support, also ist so eine Mischung aus allem. Er kann mit seiner W healen, er kann mit seiner Q sowohl defensiv als auch aktiv agieren, er kann mit seiner Ult sowohl defensiv als auch aktiv agieren, genauso mit seiner E. Das heißt, seine Items sind ein bisschen anders oder ein bisschen vermischt, würde man fast schon sagen, als Mythic. Mittlerweile haben wir die neue Season, deswegen ein bisschen veränderte Items. Was sich sehr gut herausgestellt hat, ist Trailblazer, da man immer mehr Movement Speed bekommt und auch die Mates davon profitieren. Eine der neuen Items, die auch noch sehr gerne auf Bard gespielt wird, ist Kayanic Rukan. Da bekommt man Out of Combat noch ein AP Shield, kriegt Resistenzen, Magieresistenzen, Leben, generelle Lebensregeneration. Also sehr gut. Ansonsten recht alt geblieben das Bild. Imperial Mandate ist immer noch sehr gut. Solari, also Locket of the Solari, Knight's Vow, die ganzen Supporter-Item, da findet man bestimmt was Gutes. Und vielleicht gibt es in der nächsten Zeit noch ein Secret Pick. Und jetzt wieder zurück. Das sind solche Items. Also so in die Richtung sollte man bauen. Auf Bard, dann würde ich sagen, Runen sind genauso wichtig. So, kommen wir zu Bards Runen. Generell das Bild und auch die Runen, was ich euch zeige, sind für diesen klassischen 0815 Bard erstmal gedacht. Ihr könnt natürlich auch ein bisschen anders spielen mit Full AP. Aber darauf will ich mich jetzt nicht spezialisieren. Ich spezialisiere mich jetzt auf diesen ganz klassischen Support, Tanky Support Bard
Playstyle. Das heißt, wir haben die Runen. Fangen wir an mit Guardian. Hier könnt ihr euren AD Carry oder Supporter, Supporter, ihr seid selber der Supporter oder Jungler, Midlane, Toplane, je nachdem, eben nochmal besser beschützen. Sowas wie Font of Life, wie gesagt, mit euren Auto-Attacks, mit dem Meep, slowt ihr, ihr slowt sogar AOE. Das heißt, ihr healt eure Mates die ganze Zeit, wenn sie diese Gegner angreifen. Sowas wie Bone Plating macht euch einfach ein bisschen tankier, dadurch, dass ihr oft mal im Jungle allein unterwegs seid, weil ihr eure Schriftrollen einsammeln müsst. Kann sein, dass ihr gefunden und angegriffen werdet, so seid ihr ein bisschen tankier. Dann an Flinching eben nochmal Tenacity und mehr Survivability, wenn ihr low seid. Und dann als Secondary eher offensiv gerichtet, sowas wie Zombie Ward. Das heißt, ihr seid viel unterwegs mit eurem Sweeper, mit eurem Oracle, mit dem Red Trinket. Cleart viele Wards. Das heißt, ihr könnt super viel Vision garantieren und auch verteilen. Und dann Relentless Hunter. Ihr seid viel unterwegs. Ihr roamt wirklich viel über die Map. Ihr solltet wirklich viel über die Map roam. Also Midlane oft helfen. AD Carry dabei nicht vernachlässigen. Immer mit Heals ausstatten, sodass er defensiv spielen kann und immer noch Heals hat und nicht gedived werden kann, und dann seid ihr einfach auf der Map unterwegs. Das gibt euch nochmal ein bisschen Move and Speed. Als kleine Rune würde ich euch außer AP und Armor oder Magier Sense, je nachdem was es gibt, noch Attack Speed empfehlen, weil ihr einfach auch oft Auto-Attacken wollt, eure Meeps schnell rausholen wollt, und dann seid ihr eigentlich ganz gut ausgestattet. So, du, das soll es auch schon gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen, ein bisschen zeigen, wie Bart funktioniert, was Bart macht, wie man Bart spielen sollte. Wenn ja, dann würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen und abonniert gerne diesen Kanal, würde mir sehr helfen, mich sehr unterstützen, mich sehr freuen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Guide. Haut rein, tschö. Mö, dö.